Da sind wir wieder bei Dead Space 2. Wir haben jetzt mitten in der Nacht, deswegen ist es nicht mehr ganz so heiß wie letztes Mal. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ich überhaupt war. Einen Moment. Okay, zum Transitknoten. Klingt ja nicht so... Ah, jetzt erinnere ich mich. Oh Gott, oh Gott. Den guten Gesellen sind wir ja schon begegnet. Verdammt. War das nicht gerade nur... Da ist er doch. Die sind nicht... meine Lieblings-Aliens. Ich hasse sie. Die findet man immer in diesen Gebieten vor, die so verwinkelt sind mit Kisten oder irgendwas anderem. Oh, kann alles Mögliche stehen, wie Vorratskisten oder was weiß ich, Särge. Keine Ahnung. Mir schon mal eine sichere Zone. Boah. Das war blöd gesetzt, das Ding. Getroffen werde, weil die erstens mal stoßen die mich zurück und zweitens machen die ziemlich viel Schaden, wenn sie mich treffen. Das kann ich nicht gebrauchen. Ich habe keinen Bock hier zu sterben. Zum Glück sind es ja nicht viele, immer. Erstmal alle Schränke durchsuchen, sodass wir auch ja nichts vergessen. Weil... okay, das war's. Denn wer weiß, was uns noch so erwartet, würde ich mal sagen. Das war's jetzt hier heute, oder? Ja, ich höre keine mehr. Können wir uns hier reinhacken und dann weitermachen. Das war doch hier, oder? Überall Leichen. Alles kaputt, Licht ist aus. Isaac, er ist weg. Hören Sie, die Schritte können den Marker zerstören. Schritt 1, kriechen in die dunkle Maschine. Schritt 2, die Schrauben sind so fest, so fest. Ich verstehe nicht. Oh, nein, er ist zurück. Nein, 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 nein! Wen auch immer er gesehen hat, anscheinend ist es nicht sein Freund. Da. Da gehen wir nochmal hin. Verdammt. Scheint ja auf sich aufpassen zu können. Ich
schicken wir erstmal unsere Waffen. Ja, trau dich! Komm schon! Ja. Wow. Wow, hey, hey! Bleiben Sie zurück! Wenn Sie reden wollen, dann von da aus. Sagen Sie nicht, Sie wollen mir helfen. Der Letzte, der das behauptet hat, wollte mich töten. Ganz ruhig. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Ganz genau. Nun, wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Hm, die ist schon etwas vorsichtiger. Ich weiß schon, was Menschen so drauf haben. Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Ich bin Isaac. Ellie. Was wollen Sie, Isaac? Ich versuche, zum Transitknoten durchzukommen. Ich muss unbedingt zum Regierungssektor. Und was glauben Sie, was wir hier versuchen? Hey, ich kann Ihnen helfen. Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben. Meinen Sie nicht auch? Keine Chance, Isaac. Andere Leute sind nur Ballast. Ich öffne Ihnen die Tür. Aber danach sind Sie allein. Und bitte, folgen Sie mir nicht, okay? Warten Sie, warten Sie. Hm. Sie will ganz offensichtlich niemanden dabei haben. Andere Leute sind ja nur Ballast. Oder Ballast, je nachdem man es ausspricht. Schon wieder. Oh, perfekt, dann schon. Sind da hinten noch welche? Da ist noch eine. Und da. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Da und da direkt über mir eigentlich noch. Der da und der da. Müssen alle gewesen sein. Ich sehe jetzt keinen mehr. Gucken wir erstmal hier. Erstmal verkaufe ich das, diese Halbleiter hier, weil die mehr als verkaufen kann man die ja nicht. Deswegen verkaufen wir die. Jetzt hole ich mir noch zwei Dinger, weil Knoten können wir immer gebrauchen. Einmal als Notvorrat. Wenigstens hat er nichts rausgelassen. Weil die schnippeln sich ja mal ganz gerne selbst auf, diese. Was war das? Da höre ich noch so. Was will ich denn nicht? Jetzt habe ich gerade 5 Schüsse oder 4, nur für das eine Ding verballert. Toll. Schon. Perfekt. Tja, dann zerstören sie sich im Grunde selbst mit. Wo kommen wir jetzt hin? Oh Gott, in die Schule.
Oje, was erwartet er uns wohl? Ekelhaft. Und es läuft noch so an der Scheibe runter. Mann, ist das ekelhaft. Ich bin nicht sicher, ob das hier eine Schule ist. Könnte so eine Art Kindertagesstätte sein. Ich höre sie doch noch. Als ob hinter der Wand hier welche wären. Boah. Viele. Ekelhaft. Kleine Kinder, die explodieren. So, weg von hier. Da gibt es nichts zu holen. Nehmen wir hier rein. Textlog. Brauchen wir nicht zu lesen. Also ist das hier die Krankenstation oder was? Wäre mir jetzt das Offensichtlichste. Was passiert hier? Der hat doch was da vorne. Da liegt doch... Was war das? Hilfe. Das riecht doch schon so nach Überfall von einer Alien-Horde. Und diese Musik dazu. Mein Gott. Haben wir doch schon. Drei Stück jetzt. Ehrlich. Bin schon ein bisschen lächerlich für so einen Überfall. Wer weiß, vielleicht war es das ja noch gar nicht. Die sind anders hier. Die brauchen viel mehr Munition. Die sind irgendwie schwarz. Die erinnere ich mich noch aus dem ersten Teil, die schwarzen. Die sind irgendwie, ich weiß nicht, so eine stärkere Rasse von den Aliens. Was? Mike? Okay. Brauchen das hier? Und das hier. Ich bin mir nicht sicher, ob die Munition reicht, ganz ehrlich. Wir haben noch das Impulsgewehr. Okay. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's los. Da kommen sie doch schon fleißig.